Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Ja, so ist das Video. Bevor wir allerdings mit den Kommentaren anfangen, gibt es noch eine Neuigkeit zu verkünden. Und zwar habe ich aufgrund der Bewertungen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Harry Potter Real Life beschlossen, diese weiterzusetzen. Also wird es irgendwann eine zweite Folge der zweiten Staffel geben. Ich schreibe jetzt gerade am Drehbuch. Es kann also noch einige Zeit dauern, aber sie wird kommen. Könnt ihr gespannt sein. Genau, dann würde ich sagen, gibt's gar nicht so viel zu quatschen. Fangen wir doch an mit euren Kommentaren. Radiokonsole LP schreibt zu Harry Potter Real Life 1 von der Staffel 2. Bist du Pfadfinder? Da habe ich ihm selber auch schon geantwortet, aber ich sage das jetzt nochmal für alle, weil das schon mehrere auch gefragt haben, weil ich ja diesen Pfadfinder-Kittel anhatte quasi oder was weiß ich, wie das heißt. Dieser Kittel gehört auch gar nicht mir, aber der liegt halt bei mir zu Hause einfach rum und den habe ich einfach benutzt, weil ich irgend so einen Kittel halt brauchte für den Harry Potter, damit diese Frage mal endlich geklärt ist. Nein, ich bin kein Pfadfinder. Dann schreibt GamerHD zu Weltherrschaft durch Facebook, wie bist du auf YouTube gekommen? Halt, stopp! Nein! So würde diese Frage jetzt ungefähr jeder andere YouTuber beantworten, aber ich finde diesen Witz einfach sowas von ausgelutscht und unlustig. Und deshalb beantworte ich sie jetzt mal ernsthaft. Also es war irgendwie so, glaube ich, habe angefangen, diese großen YouTuber zu schauen und fand das halt cool und habe dann irgendwann mir gedacht, ja, das ist mal cool, wie entstehen denn solche Videos, und habe halt irgendwann dann angefangen, diese Making-ofs und Extras zu schauen, und das fand ich sehr spannend, und dann habe ich mir einfach gedacht, mache ich das auch mal. Und die ersten zwei Videos waren dann eben zwei Origami-Videos, und dann wollte ich halt immer mehr auch lustig sein. Und dann schreibt Julian Michel zu Typisch Lehrer, voll von BSTV geklaut, De-Abo, Dislike, melden, in Klammern, Zwinker. Ich gehe einfach mal extrem davon aus, dass du, während du diesen Kommentar geschrieben hast, ein Sarkasmus-Schild hochgehalten hast. Denn anderenfalls könnte ich einfach nur sagen, oh mein Gott, also das ist wirklich, bin ich aber nicht nachgemacht. Da gibt es schon andere Unterschiede zwischen meinem und dem von Bullshit TV, weil bei mir war es jetzt ganz andere Typen eigentlich als bei denen. Und ich habe sie nicht verfilmt, ich habe sie einfach nur vorgestellt und so, also meiner Meinung nach komplett anders. Dann schreibt Lukas Weidemann zu Tastenkontrolleur, besser du spielst dich nicht als Oberlehrer auf, gibt schon genug andere, die das machen. Auch du warst mal klein und musstest noch viel lernen. Also dieses Video ist jetzt nicht so wirklich als Deutschkurs gemeint, eigentlich überhaupt nicht. Ich mache mich darüber lustig, was es für Grammatik einfach auf YouTube zu sehen gibt. Und ich meine, wenn ich das jetzt in der Schule mit irgendwelchen Freunden bereden würde, dann würde kein Mensch darauf kommen, dass ich mich irgendwie als Oberlehrer aufspielen wollen würde. Da wäre es auch einfach nur lustig, und das ist jetzt einfach nur ein Video. Ich rede einfach mit euch. Es ist nicht so, dass ich euch belehren will oder so. Mario zockt LP zu Tastenkontrolleur. Wie kann man nur so einen Scheiß schreiben? XD. Ja, lieber Mario, da hat jeder seine eigene Theorie. Ich verstehe es nicht. Und Archaios Entertainment schreibt auch zu Tastenkontrolleur, coole Idee und ein sehr schönes neues Format. Manche der Schreibweisen sind schon sehr interessant. Ja, auch dir Dankeschön für die positive Kritik. Finde ich gut, dass das so gut ankommt. Ich hatte da wirklich auch schon meine eigenen Zweifel, ob das jetzt wirklich einfach so gut ankommt oder einfach doof ankommt. Aber danke, dass es dir gefällt, und ja, diese Schreibweisen sind sehr interessant. Dann schreibt Viloy Live, gute Videos, schau mal bei mir vorbei. Sorry, falls das jetzt falsch rüberkommt, aber sowas kann ich einfach nicht ernst nehmen. Wenn ihr einfach nur ganz kurz schreibt, gutes Video, schau mal bei mir vorbei, dann wirkt es einfach so, als würdest du Eigenwerbung machen. Meinen Kanal zufällig finden, mein Video wahrscheinlich nicht mal anschauen, und das ist für mich einfach falsch. Meine Kommentare sind nicht dazu da, für Werbung. Wenn du jetzt einen ellenlangen Text schreiben würdest, wie gut du mich findest, und dann schreibst, schau mal bitte bei mir vorbei, dann wäre es noch was anderes. Da würde ich vielleicht auch vorbeischauen. Aber so wirkt es einfach nur so, ja, schreib mir noch schnell gutes Video hin, damit es nicht so auffällig als Werbung wirkt und so. Solche Kommentare werde ich in Zukunft einfach löschen, weil ich es einfach wirklich nicht ernst nehmen kann. Tut mir leid. Wenn ihr wollt, dass ich wirklich mal bei euch vorbeischaue, dann schreibt es mir einfach bei Skype, weil da ist es viel besser einfach. Jo, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Genau, schreibt irgendwelche Fragen in die Kommentare, falls ihr in die nächste Show kommen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.